Hallo und herzlich willkommen zum Montagabendspiel der zweiten Bundesliga. Heute spielt Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Braunschweig. Die Tabellensituation sieht so aus, dass die Düsseldorfer eher mittig spielen und die Eintracht Braunschweiger schon in der ersten Bundesliga tanzen. Obwohl sie noch in der zweiten sind, kommen sie da ganz nah ran. Die Düsseldorfer spielen heute mit der 4-5-1-Kette. Eher defensiv ausgerichtet, nicht offensiv, weil sie wollen ja heute nicht viele Tore reinkriegen. Die Braunschweiger mit Kombi da vorne, mit einem 4-4-2. Und auf dem wird es heute ankommen. Vielleicht schießt er ja heute ein paar Tore, der Kombela. Ich würde es mir persönlich sehr wünschen. Der Schiedsrichter der Partie ist heute Heiner Schnitti. Und los geht es mal mit Braunschweig, die schon mal gut anfangen. Schöner Pass in die Mitte. Jetzt. Und der Schuss wird geblockt nochmal. Und da ist der Kopfball und schön unten links rein. Tor für die Braunschweiger in der sechsten Spielminute mit der Nummer 6. Da haben die Düsseldorfer einfach mal geschlafen, würde ich mal behaupten. Tja, kann man nichts gegen machen. Unhaltbar. Aber weiter geht es hier. Freistoß, diesmal für Fortuna Düsseldorf in der 13. Minute. Da sind sie eigentlich auch stark in den Freistößen. Ich bin mal gespannt, wie er den rein macht oder ob er den überhaupt rein macht. Ich bin gespannt drauf. Er nimmt Anlauf und drüber. Das hätte er natürlich deutlich besser machen müssen, weiß er selber. Hier nochmal die Wiederholung. Hätte er besser machen können, war nicht schlechter Ball, aber hätte er besser machen können. Weiter geht es mit Düsseldorf. Die kamen jetzt gut in die Partie rein. Ein paar Wackler gab es noch, aber sonst kamen sie gut rein. Und jetzt nochmal schön in der Seite Flanke. Und da ist der Kopfball und da ist das drinne Tor. Der Ausgleich hier für Fortuna Düsseldorf in der 36. Spielminute. Mit der Nummer 21. Aber weiter geht es. Düsseldorf macht jetzt Druck. Nach den 1:1 wollen sie noch einen Dreier rausholen. Und deswegen geht sie offensiv nach vorne. Schön. Nochmal so eine Flanke. Nein, er spielt ihn innen. Jetzt die Flanke und oh, daneben. Und das ist die Halbzeit gewesen. Jetzt kommt nach der Halbzeit die 5 raus und die 13 kommt rein. Und Düsseldorf will jetzt unbedingt den Dreier haben. Und die legen schon mal gut los. Nach vorne spielen sie offensiv. Jetzt vielleicht die Flanke. Ja, und. Oh, der war gar nicht mal so schlecht, aber da kam der Verteidiger noch dran. Weiter geht es mit Braunschweig, die schön offensiv jetzt mal nach vorne spielen in der Phase hier. Und da kommt mal ein Abschluss. Der war gar nicht mal so ungefährlich. Und da hat er klasse gehalten, der Keeper. Kann man nicht anders sagen. Aber Düsseldorf hatte noch Chancen. Sie wollten noch den Dreier rausholen, aber daraus wurde nichts. Und dann ist das Spiel auch vorbei. Und das war's von meiner Seite aus. Ich gehe wieder zurück ins Studio. So Leute, ihr habt das Spiel ja gerade gesehen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt könnt ihr wie immer gewinnen, wenn ihr das richtige Ergebnis vom Montagabendspiel unten in die Kommentare schreibt, könnt ihr etwas gewinnen. Viel Spaß dabei und tschüss, bis bald, euer Y-Clip.